Ja, grüß Gott, meine Freunde vom Heiligsblechle und herzlich willkommen zu meiner allerletzten Folge auf diesem Kanal hier. Für dieses Jahr. Hoppala. Wow. Sag mal. Warum hat der nicht geblinkt? Was war los mit dem? Sag mal. Quack. Tja. Und nochmal Quack. Quack, 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 Quack. Quack, Quack. Zu dem Tool, wo mir. Gut, achso. Genau. Das ist so ein Stück weit gelegen, oder? Ja, der Körper oben steht ein Tür auf der Straße rum. Ach du Scheiße. Hört, ja, schau mal, durcheinander. Ach du Kacke. Boah. Und so blind wie der Junge im letzten Clip war, ist auch dieser Autofahrer, der sogar einen ganzen LKW übersieht. Der muss ja ein Kurzzeitgedächtnis von 2 Sekunden haben, wenn der so wieder einschert. Daher, liebe Kinder, schert erst ein, wenn ihr den LKW im Innenspiegel seht. Wieder anfluchen. Er konnte das Summen der Klimaanlage. Jo, breiter geht's nicht, ne? Ich weiß, du hast einen BMW, aber... Halleluja. Und hier kommt gleich einer, der sein und andere Leben aufs Spiel setzt, nur um noch schnell die richtige Ausfahrt zu erwischen. Hatte jemand was von Ausfahrten gesagt? Na, dann wisst ihr bestimmt, was jetzt kommt. Diese Ausfahrten kommen immer so plötzlich, wie wenn das Nudelwasser überkocht. Und hier sogar im Doppelpack. Und es kommt immer noch schlimmer. Aber sie war so, sie hatte überhaupt gar keinen Handlungsspielraum, weil sie meinte, ich wusste gar nicht, wie ich mich verhalten soll, wie wir überhaupt als Einrichtung dazu stehen. Alter! Ich habe aber auch noch nirgends Vollidiot gesehen, du bist gleich geschlechtlich. Ja, ist schon wieder. Wo kam er denn her? Mein Herz! Ich fand ja schon den ersten schlimm. Ja! Weil Kinder sehen das auch. Also, ich hasse diese Könige. Oder was meinst du, Ray? Was für ein Blödmann, ey. Du tickst doch nicht ganz sauber. Junge, du bist so behindert, Alter. Einfach mal knüppelhart über Rot gefahren. Alter. Also hier donnert's und blitzt ja so stark, hier wechseln manche Blitze schon ihre Farbe. Na, habt ihr's gesehen? Ob die Polizei selbst auch eine Strafzettel bekommen kann? Schreibt's mal in die Kommentare. Schon mal ein Auto als Anhänger gesehen? Also ich noch nicht. Also ich habe doch vorhin schon mal übers Kurzzeitgedächtnis gesprochen. Oder war es das Langzeitgedächtnis? Ich weiß es nicht mehr. Thank you.
Puh, also das war ja wirklich knapp. Ein Glück, dass sie da noch so gut reagieren konnten. Stauenden sind verdammt gefährlich. Also denkt dran, bei einem Stauende immer den Warnblinker reinhauen. Wobei das hier mit dem Gegenlicht wahrscheinlich echt schwer zu sehen war. Naja, und ein Schulterblick kann auch nicht schaden. Nein, das ist wieder so einer, ein Schleicher. Jetzt mal, das muss jetzt einfach klippen. Guck mal, wir fahren mit 50 hier auf. Die fahren da mit 120. Alter. Ja, den Rest von meinem Gefluge erspare ich euch mal lieber. Wir haben dazu leider keine Infos mehr bekommen, aber im unverpixelten Clip sahen alle erstmal unverletzt aus. Aber die Nachwirkungen von solchen Auffahrunfällen können echt heftig sein. Das reicht von Kopf- oder Nackenschmerzen über Schwindel und Übelkeit bis zu einer steifen Wirbelsäule. Ich hatte ja selbst auch mal einen Auffahrunfall. Damit ist auf jeden Fall nicht zu spaßen. Zumindest hatten sie hier noch genug Energie gehabt, um hitzig mit dem Unfallverursacher zu diskutieren. Und für alle, die jetzt noch vor Weihnachten ein bisschen abschalten wollen, habe ich euch noch ein paar schöne Clips vorbereitet. Wir hatten einfach mal einen Christbaum auf seinem Dach. Cool. Gott, was hat denn der? Ach du Scheiße! Wow. Okay, da kannst du echt mal das Biss. Also das ist wirklich besonders. Ich meine, wenn dann meine nächste Folge, aber ja, wirklich krass. Okay, Garmin. Ich möchte mich nochmal bei allen Videospendern von ganzem Herzen bedanken, denn ihr seid die wahren Nikoläuse dieser Folge. Denn ihr beschenkt uns mit euren Clips. Und ebenfalls bekommt Felix einen großen Dank fürs Verpixeln der heutigen Folge. Dann möchte ich natürlich noch allen anderen Verpixlern und alle, die an dem Kanal aktiv mithelfen, danken, denn ohne euch wäre der Kanal nicht das, was er jetzt heute ist. Übrigens, der Franke heißt jetzt der zweite Franke, da den Namen der Franke schon jemand anders bekommen hat. Sodele, jetzt wünsche ich euch noch schöne Weihnachten und falls wir uns nicht wiedersehen, wünsche ich noch einen schönen guten Rutsch. Und wenn ihr auch mal in den Videos zum CSR wollt, dann prügelt auf eure Dashcam ein und schickt uns die Videos an clips@rlp-cam.com. In der Videobeschreibung findet ihr alle Infos zum Einsender. Gebt gerne einen Daumen auf oder runter und haut ordentlich in die Tastatur rein, aber zu hart, sonst gar zu he. Und lasst gerne ein Abo da und drückt aufs Glöckle, sodass ihr nichts mehr verpasst.
Fahrrad ausständig, bis bald. Ade.